Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Mir bleibt heute gleich die Sprache zu Anfang weg, weil ich heute aufgewacht bin und ein ganz, ganz großes Thema bei mir präsent war. Und deswegen drehe ich jetzt heute dieses Video aus Zypern. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich lasse es mir gerade auf jeden Fall sehr gut gehen. Aber immer auch, wenn ich gefragt werde, ja Daniela, was machst du denn? Arbeitest du oder machst du Urlaub? Dann sage ich immer, sowohl als auch. Ich arbeite, auch wenn ich jetzt einfach nur am Strand liege. Und dann gucken mich alle mal so an, so, was machst du? Arbeiten? Aber das ist ein Aspekt, wo wir uns bewusst sein dürfen, dass auch wenn wir uns erheben in unserer Schwingung, das nicht nur für uns eine Auswirkung hat, sondern auch auf unser Leben, aber auch auf den Planeten, auf die Erde. Und deswegen geht es in diesem Video um die Auswirkung von Gefühlen, nicht nur auf unseren Körper, auf unser Leben, sondern auch auf die Erde, auf die Veränderungen, die anstehen. Und das ist jetzt keine Vorhersage oder so, sondern das ist einfach ein Zusammenzählen von Fakten, von emotionalen Fakten, möchte ich jetzt mal bezeichnen, wo wir Vorhersagen treffen können, die eintreffen werden, weil Gefühle unsere Welt bilden. Alles hat den Ursprung in der emotionalen Welt. Nur erkennen wir das nicht, weil wir die Dinge immer versuchen, materiell zu verändern, sowohl körperlich, wenn wir irgendwo eine Krankheit haben, wollen wir körperlich diese Krankheit beheben oder materiell. Das heißt jetzt auch noch mit äußeren Eingriffen, was ja auch noch in Ordnung ist, ja, wo wir auch nichts ablehnen dürfen, aber wir dürfen uns schon mal im Geiste auch öffnen für das, was kommt und für das, was geht und was daraus geboren werden kann. Und wir versuchen aber auch in der Natur, ja, wenn was ist, versuchen wir das zu verändern. Also nicht nur am Körper, sondern auch in der Natur. Ja, wenn irgendwo Wasser übertritt, dann bauen wir Dämme, statt uns die Frage zu stellen, wieso werden die Gegenden überflutet? Wieso gibt es eigentlich Erdbeben? Und was hat das Ganze mit uns und unseren Gefühlen zu tun? Denn nichts geschieht zufällig und es ist an der Zeit, dass wir die Zusammenhänge von materiellen und körperlichen Aspekten und unseren Gefühlen erkennen. Ich sage auch immer so schön, wenn ich manchmal einen Streit habe mit jemandem, dann donnert es draußen. Es hat alles den Ursprung in uns. Und dafür dürfen wir uns erstmal öffnen und das dürfen wir im Kleinen sehen und erkennen und leben und dann ins Große übertragen. Weil was wir häufig vergessen, ist die Tatsache, dass unsere Erde ein Lebewesen ist. Unsere Erde ist kein toter Erdklumpen. Unsere Erde hat auch Gefühle. Unsere Erde hat so viel geschluckt in den letzten Jahrtausenden, wo wir auf ihr leben. Die Erde hat so viel runtergeschluckt. Und je höher wir schwingen, umso mehr fallen Dinge von uns ab, die nicht mehr zu uns passen. Und das macht sich nicht nur in unserem Leben bemerkbar, sondern auch auf der Erde. Und das möchte ich jetzt auch so ein bisschen mal erklären. Vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt in eurem Leben, wenn ihr euch weiterentwickelt, fallen viele Sachen ab. Ja, sei es, dass ihr vielleicht umzieht, weil die Wohnung oder das Haus nicht mehr zu euch passen. Egal, ob jetzt euer Ego sagt, nee, ich wollte da doch wohnen oder nicht. Immer wenn ihr euch weiterentwickelt, müsst ihr euch bewegen. Immer wenn ihr euch weiterentwickelt, passt euch vielleicht die Klamotten nicht mehr, die ihr anzieht, weil ihr sagt, es passt nicht mehr zu mir, es fühlt sich komisch an, vielleicht passe ich noch rein, aber ich passe energetisch nicht mehr rein. Die Kleidung fällt weg. Ihr verändert eure Nahrungsmittel, ihr verändert euer Umfeld, die Menschen, die euch umgeben. Die emotionale Auswirkung hat immer einen Einfluss auf unser Leben, aber auch auf unseren Körper. Der Körper verändert sich. Und je höher wir schwingen, je feiner wir werden, umso spüriger werden wir auch. Und genau das ist es auch, was mit der Erde passiert.
So wie bei uns im Körper uns die Seelen jetzt auch immer mehr Signale schicken und senden. Sei es jetzt über eine Krankheit, ja, oder sei es über Unzufriedenheit. Je nachdem, was es ist, wir bekommen jetzt mehr Impulse von unseren Seelen. Ich sage immer so schön, die Seelen übernehmen jetzt das Kommando. Und so ist auch, dass die Seele der Erde mehr und mehr das Kommando übernimmt und auch hier Dinge passieren werden. Aber seid euch da immer sicher, egal was passiert, sei es jetzt Umweltkatastrophen oder irgendwas, wo Menschen herbeigeführt ist im Außen, wobei die Umweltkatastrophen ja auch von uns herbeigeführt wurden, wie innen so außen ist das Gesetz. Ja, also deswegen sage ich auch, die wichtigste Arbeit, die wir tun können, die wir leisten können, ist, mit unseren Gefühlen zu arbeiten. Und das ist die wahre Spiritualität. Spiritualität hat nichts damit zu tun, spirituelle Lehren auswendig zu lernen oder Dinge zu wissen, Gesetzesmäßigkeiten. Nein, Spiritualität bedeutet, es zu fühlen und damit zu arbeiten, um die eigene Frequenz zu erhöhen und somit auch die der Erde. Und dann werden eben Dinge abfallen, einstürzen, die nicht mehr in dieser Frequenz sind. Und da können wir uns ausrechnen, was das sein wird. Ja, auch viele Gebäude vielleicht oder Firmen. Und weil die auf einer anderen Frequenz sind und es dann quasi so abfällt von der Erde. Und das Wichtige ist aber, da nicht Angst zu haben, weil alles, was passiert und passieren wird, ist gut, was passiert. Das Einzige, was uns blockiert oder lähmt, das ist die Angst und das fehlende Vertrauen. Weil wir lernen dürfen zu vertrauen und das ist es, was die Seelen lernen wollen, jetzt auch zu vertrauen in sich und in ihre Gefühle. Es geht immer um Gefühle. Wenn jetzt uns das Haus weggenommen wird oder Geld oder was auch immer wegbrechen wird, teilweise oder komplett, was weiß ich, oder in der Natur was stattfindet, dann wissen wir auch, dass das dort passieren wird, wo, wie soll ich das sagen, jetzt muss ich mal nachdenken, weil ich wollte eigentlich sagen, es trifft nicht die Falschen und das ist aber so, es hört sich im ersten Moment so hart an, weil wir sagen, ja Daniela, wenn da jetzt eine Umweltkatastrophe passiert und da sterben Menschen und du sagst, das trifft nicht die Falschen, hä? Wie kalt bist du denn? Seid euch bitte bewusst, dass alles, was nicht nur uns selber zustößt, sondern auch anderen Menschen, immer der Wunsch der Seele ist. Und da dürfen wir wirklich lernen, spiritueller zu denken und zu fühlen, weil das Mitleid uns nicht weiterbringt. Das, was für uns das Wichtigste ist, ist die eigene Schwingung zu erhöhen. Und deswegen gehe ich ja auch in die Leichtigkeit und in die Freude, weil ich meine Schwingung erhebe. Ich nehme die Natur, ich nehme alles anders wahr. Ich stehe nicht mehr in Resonanz zu bösen Menschen, sage ich jetzt mal, oder zu katastrophalen Situationen, weil es nicht mehr zu meiner Schwingung passt. Das kann gar nicht mit mir in Resonanz stehen, weil ich eine andere Energie habe. Und das ist es, was ich auch möchte, die Menschen in ihrer Schwingung, in ihrer Eigenschwingung anzuheben und nicht in die Angst zu gehen, sondern der Liebe der Seele zu folgen. Sich nicht mitreißen zu lassen von der Wut, sondern sie als Trittbrett nach oben zu nutzen. Weil wenn wir dann in dieser neuen Welt sind, nichts mehr passieren kann. Und diese neue Welt wird auf der materiellen Erde stattfinden. Da werden sich Dinge so schnell verwandeln können durch unsere Energie. Ja, ich sag mal so, wenn jetzt eine Blume vertrocknet ist und wir unser Energiesystem aber angehoben haben auf ein Niveau, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und das passiert jetzt bei uns allen automatisch. Aber auch durch unsere bewusste Entwicklung. Dann können wir vielleicht diese Blume ansehen und sie wird sofort wieder erblühen und zu Leben erwachen, wenn wir sie mit Liebe betrachten. Reinen Herzens.
Mit Mitgefühl, nicht mit Mitleid. Oh, die arme Blume ist zertrocknet. Nein, mit Liebe durch die Welt gehen und die Erde betrachten und die Pflanzen. Und dann können wir sie durch unsere Energie unbewusst verändern oder wieder zum Blühen bringen oder eben auch bewusst, indem wir lernen, unsere Energie zu nutzen, um aufzubauen und nicht um zu zerstören, weil wir in der Vergangenheit uns, unsere Körper und unsere Natur zerstört haben mit unseren Gefühlen aus der Angst. Aus der Angst, zu wenig Geld zu haben, aus der Angst, alleine zu sein, vor Mangel, was auch immer, Angst, zu wenig Toilettenpapier zu haben. Wir haben uns alles auf diesem Planeten oder viele Dinge aus der Angst erschaffen. Nach dem Krieg das Land aufgebaut, aus der Angst, aus dem Mangel. Und deswegen galt es ja auch wirtschaftlich zu wachsen, aber nicht emotional. Und deswegen sind wir emotional so verkümmert. Und dieses Bild oder diese Verkümmerung, dieser Zustand, den wir emotional in uns tragen, der wird sich jetzt nach außen sichtbar zeigen und nach außen manifestieren. Weil wir es erst in uns haben und dann manifestiert sich es nach außen. Nicht andersrum. Wir denken, wenn wir in einem schönen Häuschen sitzen, dann sind wir in Sicherheit. Nein, wenn wir in uns die Sicherheit finden und unser Zuhause, dann manifestiert sich das Paradies im Außen. Und da brauchen wir uns auch keine Angst machen lassen. Also bitte lasst euch, sei es jetzt egal, ob in der materiellen Welt oder in der spirituellen Welt, alles, was Angst machen möchte, ist nicht rein, ist nicht wahr und ist auch überhaupt nicht spirituell. Weil wenn wir nämlich auf der Frequenz der Angst, hat er alles mit Frequenzen, Schwingungen und Gefühlen zu tun und Energien. Und Gefühle sind Energie. Also wenn wir in der Angst schwingen, ziehen wir natürlich auch die Angst an. Je höher wir schwingen, umso weniger stehen wir in Resonanz mit den Themen, die uns Angst machen. Also alles, was euch Angst machen möchte oder das Gefühl von Angst gibt, ist nicht real und ist auch keine Hilfe, weil wir nämlich auch von der Frequenz her limitiert wurden, indem wir auf die Angst gezogen wurden, auf die Emotion der Angst. Es gibt nur Angst oder Liebe. Aus der Angst entspringt auch Wut und Trauer. Ja, aus der Angst heraus werden Kriege geführt. Das hat mit Wut zu tun. Also es gibt nur Angst oder Liebe. Und die Angst hält uns unten. Die hindert uns daran, unser Potenzial zu erkennen. Die hindert uns an unserer Schöpferkraft. Sie lähmt uns. Wir brauchen keine Angst haben. Wir dürfen die Gewissheit und das Vertrauen erlangen, wenn irgendwas genommen wird, wenn irgendwas einstürzt, wissen wir, wir bekommen was Neues, was besser zu uns passt. Weil immer wenn was genommen wird, bekommen wir dafür was. Und die Frage ist immer nur, wie gehen wir damit um? Wenn ihr irgendwas verliert, seid euch sicher, es passte energetisch nicht mehr zu euch, sonst hättet ihr es nicht verloren. Und dann ist es zu eurem Besten, dass es euch genommen wurde. Wir dürfen lernen, aufzuhören, an materiellen Dingen zu klammern und uns darüber zu definieren und zu werten. Wir dürfen lernen, alles Materielle loszulassen. Weil so viel von den materiellen Dingen nicht aus der Liebe erschaffen wurden. Alles ist gut, auch Technologie. Aber die Frage ist immer, welches Gefühl steckt hinter der Entwicklung und hinter den Menschen, die es konzipiert haben? Der Mangel oder die Liebe? Das Ego oder die Seele? Und diese Energie wirkt auf uns und hat auch einen Einfluss auf uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, uns nicht in die Angst ziehen zu lassen, egal was passiert, sondern ins Vertrauen zu gehen.
Und seid euch bewusst, seid euch gewiss, seid euch sicher. Egal wie schlimm und dramatisch irgendwas aussehen wird, umso schöner wird es am Ende. Und es wird eben zwei Wege geben, die Angst und die Liebe. Und ihr habt euch schon jetzt für die Liebe entschieden, sonst würdet ihr gar nicht mit mir in Resonanz stehen. Also euch, jeder, der sich dieses Video ansieht, muss technisch gesehen, ich rede jetzt hier mal als Technikerin, keine Angst haben. Weil euer Weg der ist, der Liebe zu folgen, euch zu vertrauen, niemandem hinterherzulaufen, der sagt, komm zu mir, ich helfe dir. Nein, du folgst dir selber. Wir alle finden unseren Weg durch unser Herz, durch die Liebe. Und dann begegnen wir uns in unserem Land, auf unserer Welt, wo die Natur und alles, was uns umgibt, zu uns und unseren Gefühlen passen wird. Es wird zwei Welten geben. Die einen leben in der kahlen, verängstigten, grauen, toten Welt, wo die Menschen mit Angst regiert werden, klein gehalten, wo es um Kontrolle geht, um Macht, Manipulation. Und wir leben in der Welt der Liebe, wo niemand den anderen kontrollieren, manipulieren oder klein halten muss, wo wir uns keine Ängste geben, sondern Liebe. Und das wird das Paradies auf Erden. So wird es kommen. So ist es schon gekommen. Nur müssen wir uns noch im Geiste noch umswitchen. Und deswegen auch nochmal das Beispiel mit der Blume. Wir sind alle in unserer Essenz Gott. Wir sind die Liebe. Es gibt keine Götter, die über uns stehen. Vielleicht haben sich auch in der Vergangenheit manche Götter über uns gestellt oder sie wurden über uns gestellt. In Wahrheit haben wir Menschen alle die gleichen Fähigkeiten. Wenn wir alle unseren Weg weitergehen, uns auf die Frequenz der Liebe erschwingen, können wir tote Blumen zum Leben erwecken und noch viel, viel mehr. Die Erde wird unsere Energie spüren und überall, wo wir wandeln, überall, wo wir dankbar und liebevoll sind, können wir totes Land zum Leben erwecken. Wir können unsere Körper verändern, beeinflussen durch unsere Gedanken, die basieren auf der richtigen emotionalen Frequenz. Wir haben so viel Macht in uns, die jetzt auch mehr und mehr aktiviert wird. Nur wichtig ist, sich da auch zu öffnen und zu erkennen, dass wir alle den göttlichen Kern in uns haben und dass wir damit die Welt, die Erde verändern. Aber nicht mit der Angst. Die Angst zerstört, die Angst bekämpft, die Angst hält klein. Nein, mit und aus der Liebe. Deswegen ist es auch so wichtig, der Liebe zu folgen und nicht den Angstthemen. Ja, auch jetzt nicht so viel aus so spirituellen Kram sich reinzuziehen, wo es um die Angst geht. Und es ist völlig egal, was passieren wird. Guckt euch nicht die Prognosen an hier für jeden Monat. Wir erschaffen die Welt. Wir sind die Schöpfer. Wir sind alle Gott. Und wir haben die gleichen Fähigkeiten, nur haben wir das vergessen. Und wir werden sie zurückerlangen, je mehr wir unsere Energie anheben. Und das ist das Entscheidende, dass wir mit unseren Emotionen die Welt verändern. Wir denken immer so kompliziert. Wir denken immer, ich muss irgendwas in die Hand nehmen und technisch was umgraben, um die Welt zu verändern. Ich muss einen Baum pflanzen. Ja, es war auch in der Vergangenheit so und ist auch nicht schlecht, Bäume zu pflanzen, ja. Aber es geht alles viel einfacher. Wir können die Natur zum Erblühen und zum Wachsen bringen durch unsere Gefühle. Wir können alles verändern mit unseren Gefühlen. Die materielle Welt ist der Spiegel unserer emotionalen. Deswegen, wo Naturkatastrophen stattfinden, wo Kriege stattfinden, sind die Menschen innerlich voller Angst. Wenn die Menschen voller Liebe wären, würden sie dazu nicht in Resonanz stehen. Und jede Seele hat sich den Weg ausgesucht, den sie gehen möchte.
Und ihr habt euch für den Weg der Liebe entschieden. Ihr habt euch dafür entschieden, wieder zu Göttern zu werden. Und ich meine das jetzt wirklich so, wie ich sage. Wir werden so schnell die Natur reinigen und zum Erblühen bringen können, wenn wir aus und mit der Liebe auf ihr wandern. Es wird mit dem Fingerschnipsen das Paradies dastehen. Und es ist so leicht. Und ich fühle immer mehr, wie leicht es ist. Nur es ist wichtig, erstmal in diese Leichtigkeit zu kommen, weil wir trainiert sind auf Schwere und Angst. Und deswegen zeige ich mich auch so kindlich und verspielt. Und das sieht immer so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen so flapsig aus. Oder ja, was hat das jetzt für einen Mehrwert, ja, wenn man sieht, wie Daniela sich mit Mülleimern unterhält oder irgendwelche komischen Sachen oder dass sie Socken anhat, wo ein Blitz drauf ist, habe ich übrigens auch wieder an. Drittes Auge. Moment. Ups. Das wirkt auch auf unser System. Auch Farben. Also ich wirke. Ich habe Wirkung. Nicht nur energetisch. Das sieht vielleicht dann manchmal so ein bisschen so kindlich aus und so, ey Daniela, hast die Menschheit hat andere Sorgen als du mit deinen Geistesblitzen Third Eye Socks, ja? Und dann kommt wieder die Schwere. Ja, wir müssen doch jetzt hart was machen. Wir müssen jetzt umdenken. Wir müssen jetzt endlich das und das. Und dann kommt wieder diese Schwere. Und dann erkennen wir wieder nicht unsere Schöpferkraft. Weil wenn wir in die Leichtigkeit gehen, dann können wir in die göttliche Energie kommen. Und dann machen wir einen Fingerschnips und dann fängt es wieder an zu blühen. So wird es kommen. Und deswegen ist das, was wir jetzt tun können, unseren Weg zu gehen, das zu tun, was uns Freude bereitet. Wenn du Schmerz in dir hast, dann fühl ihn, lass ihn raus, aber lass dich nicht klein halten von ihm. Wenn du Wut gegen Menschen verspürst, die vielleicht jahrelang unterdrückt wurde, dann lebe und fühle die Wut, aber dann folg wieder der Liebe. Lass dich nicht von der Wut runterziehen, denn das ist es, was viele machen wollen, uns in Wut zu halten, dass wir uns aufregen über das, was ist oder das, was sein wird. Und was wir damit machen, ist, dass wir uns und die Erde vergiften, denn wir, unsere Körper, brauchen Liebe. Die Natur, die Erde braucht die Liebe der Menschen. Also vergesst es nicht, dass die Erde ein lebendiges Geschöpf ist und sie arbeitet für uns, wenn wir in unserem Urvertrauen, in unserer Liebe über die Welt gehen, durch die Welt gehen, wird immer für uns gesorgt werden. Man sagt ja nicht umsonst Mutter Erde und der Vater im Himmel. Das sind unsere Eltern und die können wir nicht verlieren, weil wir immer mit der geistigen Welt, mit dem Himmel, dem Universum, unserem Vater, Gott, dem Göttlichen und unserer Mutter verbunden sind. Wir können diese Verbindung nicht verlieren. Nur kennen wir das nicht, weil es ja überall unsere Eltern plötzlich sind und sie uns nicht aussaugen oder bedrängeln, sondern immer für uns sorgen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch aus dieser Frequenzkontrolle aussteigen und uns nicht mit der Angst klein halten lassen. Das heißt wirklich auch in der spirituellen Welt. Guckt euch die ganzen Prognosen nicht an, das ist nur mein Tipp, sondern geht euren Weg, der euch glücklich macht und macht euch keine Sorgen, weil so häufig auch viel Negatives manifestiert wird, indem man das vorgibt. Es ist so, und das möchte ich auch nicht verheimlichen oder unter den Teppich kehren, es ist so, dass viel umgewälzt wird. Es wird viel Chaos geben, es wird viel Zerstörung und Vernichtung geben. Aber aus dem Chaos kommt die neue Weltordnung. Alles, was nicht in der Liebe erbaut wurde, muss einbrechen, weil es sich auf der Erde nicht mehr halten kann. Je höher die Erde schwingt, das ist die Parallele zu unserem Körper. Je höher unsere Körper schwingen, umso mehr fällt ab von dem, was nicht mehr zu uns passt. Und so ist es bei der Erde auch. Auch durch unsere Energie
erheben wir die Erde. Und die Erde erhebt uns, wir erheben uns alle gegenseitig. Und dann fällt auch von der Erde das ab, was niedriger schwingt. Alles, materiell, aber auch an lebendigen Wesen, sage ich jetzt mal. Weil es nicht mehr passt in die Frequenz. Und ich möchte nochmal das zeigen, was wir in Zukunft erschaffen können. Das ist unsere neue Welt. Also lass alles Alte los, wenn was wegfällt oder was wegbricht. Und sei dir gewiss, dass da was Wundervolles, Neues nachkommen wird, wenn du lernst, ins Vertrauen zu gehen und zu springen. Weil das wollen unsere Seelen und da kommen wir auch alle nicht drum rum, lernen, sich selber zu vertrauen. Und das lernen wir erst dann, wenn wir vor die Tür geschubst werden oder wenn wir gezwungen werden. Und dann dürfen wir uns aber auch nicht als Opfer sehen und sagen, der oder die ist schuld. Nein, wir dürfen erkennen, dass alles, was kommt, sich unsere Seelen kreiert haben. Aus einem gewissen Grund. Nämlich genau das zu lernen, sich selber zu vertrauen. Deswegen sind meine Videos, meine Worte nur dazu da, euch vielleicht ein bisschen mehr in eure Kraft zu bringen, dass ihr euch führen könnt. Und deswegen macht euch auch bitte bewusst, alle Menschen, die euch das Gefühl geben, ihr braucht sie, weil sie sagen, ich sag dir, was kommt und ich kann was, was du nicht kannst, sind keine Führer reinen Herzens, sondern sind Menschen, die sich mit dem Ego über andere stellen wollen und die Informationen, die ihr da erhaltet, sind nicht aus der Liebe, nicht reinen Herzens und häufig manipulativ. Und deswegen erkennt, dass wir alle die gleichen Fähigkeiten haben, dass wir alle in unserer Essenz Gott sind und dass wir alle Schöpfer sind von unserem Leben, aber auch von der Erde, das Wetter, die Natur, alles, was passiert, ist ein Spiegel von unserer emotionalen Welt. Alles, unser Körper. Wenn wir irgendwo Schmerzen haben, es ist der Spiegel unserer Gefühle. Wir ziehen uns auf der emotionalen Ebene an. Also lasst uns hochschwingen in die Liebe. Und uns dort begegnen, wo wir ja schon sind. Und wichtig ist zu vertrauen und loszulassen. Und sich bewusst zu machen, je höher wir schwingen, umso größer ist die Schöpferkraft. Je höher wir schwingen, umso größer ist unsere Schöpferkraft. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir stundenlang manifestieren müssen. Nein, es hat mit dem Gefühl zu tun, was dahinter steckt, das wir haben. Weil unsere Gefühle die materielle Welt nicht nur beeinflussen, nicht nur verändern. Unsere Gefühle tragen dazu bei, dass sie zerstört wird, aber auch aufgebaut wird. Ja, und wenn wir höher schwingen, fällt ja das ab von uns, was niedriger schwingt. Also zerstören wir auch mit unserer Liebe Teile der materiellen Welt, weil es einstürzen muss. Irgendwelche Systeme oder Häuser oder was weiß ich. Deswegen zerstört ja auch die Liebe etwas. Wir lassen häufig Menschen auch gehen aus Liebe oder sollten wir zumindest. Ist auch eine Form von Loslassen oder Zerstörung, wenn man es so nennen möchte. Aber erst wenn wir das loslassen, zerstören lassen, was nicht mehr zu uns passt und was uns auch nicht wirklich glücklich gemacht hat, dann kann das erschaffen werden, was uns glücklich macht, aber eben mit einem Fingerschnips, weil wir noch so konditioniert sind, oh,
ja, was weiß ich, ein Haus, das muss so kompliziert gebaut werden, das dauert richtig lang und ich bin da abhängig von anderen. Wer weiß, wie das in Zukunft sein wird, in naher Zukunft, wie schnell das gehen wird, wenn wir alle wieder Götter sind. Also lerne zu vertrauen dir, deiner Seele, der Führung deiner Seele, aber auch der Erde, dass wenn du auf ihr gehst, mit reinen Absichten, reinen Herzens, der Erde mit Dankbarkeit und Liebe begegnest, wird auch sie dir mit Dankbarkeit und Liebe begegnen. Dir kann dann nichts passieren. Du bist beschützt. Von allen Seiten sind wir beschützt. Und dieses tiefe Vertrauen in uns, in den Planeten und ins Universum, das dürfen wir wieder fühlen. Es ist an der Zeit, dass wir das fühlen. Aber es geht eben erst dann, wenn wir vor die Tür geschubst werden oder überhaupt geschubst werden, dass wir springen. Weil erst dann erkennen wir, was in uns steckt. Und Gefühle sind die größte Macht, die wir haben. Unsere Gefühle sind das Wichtigste. Unsere Gefühle machen uns zu Menschen und unsere Gefühle manifestieren sich nach außen. Wir waren in einer lieblosen Welt, weil wir alle verschlossen waren. Aber je mehr wir uns öffnen und je mehr wir uns in Liebe, mit der Liebe verbinden, umso größer wird das Netz, weil wir über unser Herz verbunden sind. Und umso größer wird auch unsere Schöpferkraft. Weil wir alle, wenn wir unsere Energien bündeln, alle noch mehr Kraft haben. Und deswegen möchten ja auch wirklich spirituelle Menschen die anderen erheben in ihrer Frequenz, weil wir alle eins sind. Und ihr wisst vielleicht auch, wie anstrengend das ist, wenn ihr so das Gefühl habt, Menschen mitzuziehen. Also ich kenne das, wenn ich jetzt hier alleine irgendwo unterwegs bin. Ich bin so glücklich und so in meiner Kraft und Energie. Und in der Vergangenheit habe ich häufig Menschen mitgeschleppt, häufig auch in Partnerschaften. Und mir ist es auch bewusst geworden, dass was da passiert ist, dass ich in dem Moment, wo ich mit denen Zeit verbringe, die Frequenz erhebe, aber manche Menschen sind nicht imstande, das dann zu halten. Und dann kommt wieder so der Absturz, wenn die Daniela weg ist. Und das erzeugt ja Abhängigkeiten. Ja, nur ist jeder Mensch anders. Ihr könnt selber eure Energie hochhalten. Ihr braucht vielleicht manchmal so einen Schubser, ne? Dass ihr noch mehr in eure Kraft kommt. Aber ihr seid in der Lage, es selber zu halten. Manchmal braucht man Menschen, um sich gegenseitig zu helfen und aufzuheben. Aber nicht, um in der Co-Abhängigkeit zu landen, wo auch der eine immer den anderen mitzieht, sondern ein gegenseitiges Aufbauen. Deswegen, wenn du auch in der Partnerschaft bist, wo du deinen Partner immer versuchst oder Partnerin hochzuziehen in deine Welt, so, oh, ist vielleicht auch da das Thema Loslassen. Ganz groß. Deswegen versucht niemanden mitzuziehen in unsere Welt. Versucht niemand zu überzeugen, das mache ich ja auch nicht. Jeder fühlt, was sein Weg ist. Auch wenn es der Weg der Angst ist, ist es ein Weg, der vorgegeben wurde von der eigenen Seele. Jeder ist selber sein Erschaffer der Welt. Und in welcher Welt jeder Mensch leben möchte, diese Entscheidung hat er schon getroffen. Und die kannst du und die sollst du auch nicht verändern. Denn das ist auch übergriffig. Man muss respektieren, was die Seele für einen Wunsch hat, welche Erfahrung sie in diesem Leben machen möchte. Und deswegen hat auch niemand Schuld, auch wenn Menschen gehen, die uns vielleicht nahe standen. Es ist und war zu jeder Zeit der Wunsch der Seele. Und wir haben nicht die Möglichkeit, diesen Wunsch zu verändern und wir dürfen lernen, loszulassen und es zu respektieren und nicht zu bewerten,
welcher Weg der richtige ist, weil es gibt keinen richtigen Weg. Das ist nur unser Verstand, der sagt, wir sollen alle in Liebe leben. Auch das ist technisch gesehen nicht möglich, weil nicht jeder wird sich in seiner Frequenz so erheben können. Und jede Seele hat ihren Weg bereits gewählt. Deswegen bleib immer bei dir. Schau, dass du deine Gefühle bereinigst. Aber da habe ich auch ein Video zum Thema Schuld auflösen. Du hast keine Schuld, weil uns Schuld auch immer so nach unten zieht. Weil uns ja auch immer eingegeben wurde, du hast Schuld. Ich sage jetzt auch mal, wenn dein Kind stürzt und es ihm passiert was, sagst du, ich habe Schuld, weil ich bin ja das Elternteil. Du hast aber keine Schuld, weil auch die Kinder beschützt sind und auch Kinder reife Seelen sind und einem Kind nicht zufällig irgendwas passieren kann, was nicht passieren soll, auch wenn sich das immer so verantwortungslos anhört. Aber das ist es nicht. Weil die Liebe hat keine Angst. Die Liebe ist im Vertrauen. Angst kontrolliert die Liebe nicht. Und so haben wir auch gelernt, unsere Kinder zu kontrollieren aus der Angst, weil wir denken, das ist ja Liebe. Weil wenn ich jetzt nicht auf mein Kind aufpasse, dann liebe ich das ja nicht. Ja, und so haben wir uns gegenseitig mit der Angst erdrückt, weil wir dachten, dass es Liebe ist. Und in Wahrheit war das nur Kontrolle und das ist das Gegenteil von Vertrauen. Und das dürfen wir alle wieder lernen, umzupolen und von der Angst in die Liebe zu gehen. Also auch wenn du jetzt noch sagst, ja Daniela, du hast gesagt, ich habe mich für die Liebe entschieden, ich bin voller Ängste. Dann bist du auf deinem Weg zur Liebe. Glaub mir eins, ich bin der Angsthase Number One. Und ich habe immer noch Ängste. Immer wenn ich hier sitze, nicht. Dann bin ich 100% im Vertrauen. Dann bin ich 100% mit allem verbunden. Dann spreche ich aus der puren Liebe, aus dem Vertrauen und niemals aus der Angst. Aber auch wenn ich in die Welt hinausgehe, habe ich auch immer wieder Ängste. Ich merke, es werden weniger, je mehr ich der Liebe folge. Und je mehr ich sehe, wie geführt alles ist. Und je mehr ich mir auch bewusst mache, dass es nicht nur die geistige Welt ist, sondern auch die Erde. Vergesst nicht, dass die Erde ein beseeltes Wesen ist und sie hat so viel geschluckt. Und so wie eben unsere Körper jetzt auch wieder anfangen zu kommunizieren mit uns, wird auch die Erde uns Zeichen geben, dass sie lebt. Aber auch hier, das, was passieren soll, wird passieren. Wir werden dann in unserer anderen Welt leben, wo die Welt in Ordnung sein wird. Wo die Welt nicht nur in Ordnung sein wird, sondern wunderschön. Ein Paradies auf Erden. Und dafür sind wir da, uns das Paradies auf Erden zu erschaffen. Wir sind da, um wieder zu erkennen, dass Gott nicht jemand ist, der über uns steht und der die Welt erschaffen hat. Vielleicht hat er das, weil er der Erste war. Aber aus ihm sind wir geboren worden. Und ihr wisst, dass die Kinder niemals schlechter sein können als die Eltern. Also haben wir das Göttliche, das Geistige, um die Welt zu erschaffen. Aber unsere Mutter ist die Erde. Also können wir das Ganze auch materialisieren. Mit unserem Geist, mit unseren Gefühlen, durch den Willen. Also visualisier dir deine Welt, wie du sie haben möchtest. Denke und fühle in die Zukunft, aber vergiss nicht, den Moment zu genießen. Ich saß gestern Abend,
weiß gar nicht, wieder 2 Stunden am Meer. Das ist so schön da am Hafen. Saß ich auf dem Bänkchen und das Meer ist immer so hin und her. So als ob das für mich so eine Show abliefern würden. Ich habe das so angeguckt, so voller Liebe und Dankbarkeit. Und es war wunderschön. Ich war so glücklich, dass ich das sehen und fühlen durfte. Und das war wirklich wie so, als würde sich das Wasser freuen, dass es endlich mal mit Liebe betrachtet wird und Wertschätzung. Und so dürfen wir alle durchs Leben gehen. Mit geöffneten Augen und geöffnetem Herzen und uns an dem erfreuen, was schön ist. Weil dann bewegen wir uns auf die schönen Dinge zu und lassen alles Alte, nicht so Schöne, einfach hinter uns. Und so verändern wir mit unseren Gefühlen die Welt. Also denk nicht, du musst hart arbeiten. Denk nicht, das Leben ist hart. Denk nicht, es sind alle lieblos. Hör auf, sowas zu denken. Und denk nicht, dass du das Opfer von irgendwas bist. Keine Macht, keine Institution, niemand. Auch wenn er von außen noch so stark und mächtig und kräftig wirkt. Niemand steht über dir. Niemand kann dir was antun. Niemand kann den Plan deiner Seele verändern. Niemand ist höher, größer als du. Niemand. Und du spürst auch, dass du tief in dir keine Angst hast. Alle Ängste, die du hast, jegliches Mangeldenken, hast du nur übernommen. Aber das bist alles nicht du. Es bist alles nicht du. Weil du viel, viel größer bist, als du dir bis jetzt ansatzweise vorstellen kannst. Und deswegen geht in die Natur, guckt euch die Natur an, die Blumen, spielt auch da ein bisschen damit rum. Guckt mal liebevoll die Welt an und seht, wie sie euch, nicht, ja, wie sie euch verändert und wie ihr sie verändert. Probiert es mal aus. Und schon bald werden die Blumen zu neuem Leben erwachen, wenn ihr sie mit liebevollen Augen, einem liebevollen Blick anseht. Denn alles ist Energie. Und auch Gefühle, auch die Liebe, können wir über unsere Augen in die Welt geben. Deswegen weiß ich, wenn ich durch die Natur gehe und ich bin begeistert wie ein Kind, gebe ich Liebe in die Welt. Diese Liebe bekomme ich zurückgespiegelt. Und deswegen ist es eine wichtige Arbeit, das zu tun. Und ich nehme meinen Job sehr ernst. Und das sollte aber das Ziel sein, dass wir spielerisch und mit Liebe die Welt verändern. Nicht aus der Angst, nicht aus dem, ich muss planen, was kommt, wie verhalte ich mich dann. Ihr müsst nicht planen. Ihr dürft alles zu euch kommen lassen und dann handeln. Was ihr planen dürft, ist die neue Welt, die neue Erde. Ich habe manchmal schon so Träume, wo ich mir vorstelle, welche Tiere könnte es da geben? Wie sehen die aus? Ich sehe mal so einen süßen kleinen Mini-Elefanten an meiner Seite. Die könnte mich jetzt für bescheuert halten. Wir sind alle Schöpfer. Und nehmt es bitte wörtlich oder auch nicht, wie ihr wollt. Gleicht es mit eurem Gefühl ab. Aber wir erschaffen die materielle Welt, so wie Gott es einst getan hat. Mit unseren Gedanken, unserer Vorstellungskraft und unseren Gefühlen. Wir können die Natur neu erschaffen und Lebewesen, die auf ihnen leben. Und ich sehe mich da immer so in so einem flachen
Meerwasser sitzen oder das Meer so eine Schaukel. Und da sind da so schöne Tierchen, Delfine, Mini-Elefanten. Und dann gucke ich mir das so an und denke mir, wow, da ist mein Papa jetzt aber ordentlich stolz auf mich. Denn wir werden erkennen, und das ist das Ziel unserer Seelen, dass wir alle Götter sind, dass wir alle die Welt erschaffen mit unseren Gefühlen, unserer Liebe und unserem Geist, unserem geistigen Potenzial. Also öffne dich dafür. Geh in dieses Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn du Blumen erschaffen kannst? Wenn du Bäume wachsen lassen kannst mit deiner Energie. Wie fühlt sich das an? Dass du dir nie wieder Sorgen machen musst, weil du tief in dem Vertrauen bist, dass deine Mutter und dein Vater immer bei dir sind. Und das ist unser Urzustand. Von dem einen Pol der Angst in die pure Liebe zu wandern, um dann zu sehen, wie zwei Welten auf einer Erde leben werden. Vielleicht verändert sich dann, dass irgendwann die Erde komplett Liebe ist, aber dann ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Ja, mein Magen sagt auch, ja. Das Video ist auch bald vorbei. Ja, deswegen ist es wichtig, wirklich in dieses Gefühl zu gehen, der Schöpferkraft. Ja, und dass es kein Blödsinn ist und keine Spinnerei, sondern dass wir mehr und mehr erkennen, welche Macht unsere Gefühle haben. Und diese Macht wurde uns einst genommen, aber wir holen sie uns zurück und dann bauen wir auf. Wir müssen auch niemandem Böses sein, weil wir wollten ja auch, dass uns die Macht genommen wird. Wir wollten es erkennen, wie fühlt es sich an, sich klein und menschlich zu fühlen. Und wie fühlt es sich an, sich wie Gott zu fühlen, um dann zu erkennen, dass ich Gott aber nicht über jemanden stellen muss. Und das werden wir auch nicht müssen. Weil jeder, der aus der Energie der Liebe manifestiert und erschafft, hat überhaupt nicht das Bedürfnis, über anderen zu stehen. Deswegen müssen wir da auch keine Angst haben, dass dieses Wissen missbraucht werden kann. Weil nur die Liebe göttlich ist. Und die Liebe wird erschaffen und nicht zerstören. Mein Magen hat auch wieder Jo gesagt. Ich habe aber tatsächlich jetzt auch Hunger, weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Und jetzt haben wir schon 9.04 Uhr. ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video weitergeholfen hat. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das nennen werde, aber das ist jetzt mein Problem. Das werde ich auch intuitiv machen. Öffnet euch bitte dafür einfach, zu erkennen, was wir für eine Macht haben. Und auch wenn sich Hierarchien eingeschlichen haben auf der Erde und wir vielleicht unterdrückt wurden oder in einer Hierarchie eingegliedert wurden und wir denken, wir sind die Opfer, sind wir keine Opfer. Wir wollten das fühlen, um das Opfersein zu fühlen, um zu sehen, dass wenn aus Angst regiert wird, dass wir auch zu Opfer gemacht werden. Aber wenn wir uns in die Liebe, auf die Liebe zu bewegen, fällt die Kontrolle ab, auch die Kontrollmechanismen, auch vielleicht die Kontrollsysteme. Und die brauchen wir dann auch nicht mehr, weil die Liebe, wie gesagt, auch bei dem Kind nicht kontrollieren muss, bei unseren Kindern. Die Liebe lässt frei und die Liebe ist im Vertrauen.
Deswegen lasst alle Kontrollmechanismen hinter euch, lasst sie absterben, lasst sie einstürzen und habt keine Angst davor, weil wir das alles gar nicht mehr brauchen werden in Zukunft. Deswegen tu das, was dich glücklich macht. Nähr dich mit Videos, die dich aufbauen, die dich erheben, die dich mit deiner Göttlichkeit verbinden. Und auf deinem Weg, auf deinem Seelenweg darf dir, wie immer, völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst.